Die deutschen Fechter sind am ersten Wettkampftag der EM in Novi Sad, Serbien leer ausgegangen. Peking-Olympiasieger Benjamin Kleibring schied am Samstag als letzter deutscher Florettfechter bereits im Achtelfinale aus. Der 32-Jährige scheiterte an Weltmeister Dmitri Scheripchenko, 10.15 Uhr, aus Russland. Europameister wurde dessen Landsmann Alexei Cheremisinov. Alexander Karl unterlag in der zweiten Runde im deutschen Duell seinem Vereinskollegen Kleibring. Andre Sanita verlor gegen den Weltranglisten -22. Alexander Čupinić aus Tschechien. Der viermalige Einzelweltmeister Peter Joppich, Koblenz, scheiterte bereits in der ersten K.O.-Runde am letztjährigen Vize-Europameister und Weltranglisten-Dritten Timur Safin aus Russland. Im Damensäbel-Wettbewerb verlor die WM-Fünfte Anna Limbach-Dormagen in der Runde der letzten 32 gegen die Weltranglisten-Erste Olga Chalan, Ukraine, Lisa Gette und Lea Krüger schieden in der Auftaktrunde der K.O.-Phase aus. Für Julika Funkel war bereits nach der Gruppenphase Schluss. Den Titel sicherte sich Sofia Velikaya aus Kasachstan.